Zu unserem heutigen Adventstürchen begrüße ich Sie und euch ganz herzlich aus dem Kurpark in Bad Soden am Taunus. Mein Name ist Kevin Haubitz, ich bin Theologe. Adventlich leben. Wer sich auf einen adventlichen Weg begeben will, dem tut es vielleicht gut, einen erfahrenen Menschen zur Seite zu haben. Die Bibel kennt solche erfahrenen Menschen. Da ist der Priester Zacharias, den der Evangelist Lukas an den Beginn seiner Erzählungen stellt. Advent kommt alle Jahre wieder. Er gehört eben dazu. So gehörte es für Zacharias dazu, alle Jahre wieder im Tempel Dienst zu tun. Er ist an der Reihe und deshalb geht er hin. Zacharias ist das beste Beispiel dafür, dass etwas, das eben alle Jahre wiederkommt, plötzlich ganz Neues hervorbringen kann. Vielleicht macht es Ihnen auch Mut. Halten Sie also ruhig Ausschau. Zacharias bleibt seiner Aufgabe über all die Jahre treu, auch wenn sich nichts tut. Mit dieser Haltung haben Christen Generationen nach ihm noch gute Erfahrungen gemacht. Verrichte das Deine nur getreu. Adventlich leben heißt erwartungsvoll zu sein, ganz gleich, ob scheinbar nichts mehr zu machen ist oder der Advent gerade wie alle Jahre wiederkommt. Zacharias macht Mut, dass sie mit ihm als Begleiter gut unterwegs sein können durch diesen Advent, das wünsche ich Ihnen und euch. Antwort wieder sie.